So, okay, und damit grüße ich euch zu der letzten finalen Aufnahmesession hier bei Let's Play The Sims 3. Ja, ich habe ja letztes Mal schon mal immer wieder so erzählt, wie ich das so vorhabe zu machen, bla bla bla. Wir gehen auf Staffelende zu bla 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 und bla 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 und bla bla bla. Und das werden wir jetzt auch definitiv tun. Sprich, das wird jetzt die letzte Aufnahme. Die müsste, wenn ich mich nicht verrechnet habe mit den Folgen, ungefähr 1 Stunde 15 laufen. Dann kommen wir, glaube ich, auf gute 95 Folgen insgesamt. Ja, ich habe überlegt, vielleicht nur die 100 zu knacken, aber ganz ehrlich, ich will das dieses quasi Probe-Anspiel-LP endlich mal zu Ende bekommen, weil es mir dann zeitlich auch besser passt, weil ich direkt danach, wenn das Sims, also wenn das Sims-LP abgelaufen ist, kann ich direkt einen neuen LP anfangen. Und das werde ich deshalb auch tun, deshalb komme ich leider nicht auf 100 Folgen, tut mir herzlich leid, aber was soll ich machen? Und wie gesagt, was soll ich machen? Ich denke, das große, die Abschlussrede halte ich mal in der letzten Folge. Deshalb würde ich sagen, spielen wir jetzt hier ein bisschen weiter. Und das erste, was wir gleich machen, ist dem Mutant Danny eine Geburtstagsparty schmeißen, ne? Das tun wir auf jeden Fall. Und das kriegen wir auch hin. Und deshalb sage ich mal, weiter geht's hier im Spiel. So, mal gucken. Okay, ich muss mich natürlich jetzt unglaublich an die Zeiten halten. Ja, damit ich mit den Folgen alles hinkomme. Ich habe das vorgerechnet bis Wochen. Weil ich ja jetzt... Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ihr das seht, bin ich schon längst wieder zu Hause. Aber ich muss ja jetzt alles vorrechnen für die Zeit, wo ich nicht da bin. Also ein Vorhochladen und das ist alles ganz kompliziert. Ernsthaft, ey, Let's Player ist nicht so leicht, wie ihr glaubt. Und ja, muss ich ein bisschen vorhochladen. Ich muss schauen, dass ich mich auch in die Zeit halte und dann kriegen wir auch alles irgendwie hin. Und was mache ich jetzt eigentlich? Ich würde jetzt mal gerne vorspulen, damit die ganzen Leute immer langsam aufwachen. Wie spät haben wir es jetzt? 3 Uhr morgens. Ja, huch, was meinen da? Gehen wir wieder nach oben hier. So. Wann steht denn der erst eigentlich auf? Jetzt mal so gefragt. Der braucht noch ein bisschen. Der steht um 7 auf. Wie spät haben wir es jetzt? Gleich 6. Okay, mal gucken, was wir hinkriegen. So, ich glaube aber, Danny steht als erstes auf, wa? Geh zur Schule, um diese Gelegenheit abzuschließen. Achso, er muss halt nur zur Schule, okay? Der Schulbus für Danny kommt in einer Stunde. Ups. Fahrgemeinschaft für Jamie fährt. Ups. Danny ist ein Pechvogel, er fühlt sich oft unglücklich und ihm geschehen auch die seltsamen Dinge. Ja, okay. Was haben wir jetzt? Heute ist definitiv nicht dein Glückstag. Das ist eigentlich schade. So, was hat denn der? Der muss auf jeden Fall was essen. Snack essen, Marmelade, schnell haust dir rein und dann... Mehr kann ich jetzt nicht machen. So, die Gute. Die muss eigentlich kaum was machen, ne? Was hat die jetzt vor? Säubern. Ja, danach kann die kurz nochmal... Ja, säubern und danach, kurz duschen gehen und danach, ja, weiß ich nicht, danach soll sie gefälligst zur Arbeit gehen, dann hat sich das. Haben wir es auch hinter uns, auch wenn ich mir so angucke, ich werde die alle irgendwie vermissen. Ich meine, so mit der Zeit, man gewöhnt sich doch sehr an die ganzen Leute. Was ist jetzt gekommen? Ist jetzt irgendwas gekommen? Schulbus oder so? Nee, dann ist gut. Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde, bei 7? Kommt beides um 8 jetzt oder? Bisschen komisch, naja gut. Oh, er träumt vom Malen. Okay, das habe ich absolut nicht vermisst. Die werte Dame und ihr blöder Gesang, unser Duschvogel, habe ich absolut nicht vermisst. Mal Hand aufs Herz. Singt einer von euch, wenn er duscht? Also ich tue es definitiv nicht. Oi, Himmelswillen. Ich weiß noch nicht, ob das normal ist, aber ich tue es absolut nicht. Ich meine, wieso tut man das? Wieso steht man unter der Dusche, wäscht sich und... Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich finde das schon sehr, sehr, sehr seltsam. Gut, den Geburtstagskuchen. Wieso hat er denn in deiner Tasche? Weiß ich gar nicht. Kann man schon mal hinstellen. Wenn die nach Hause kommen, geht's rund. Von was träumt denn der? Vom Fenster? Achso. Hausaufgaben zu 100% abgeschlossen. Yay. So, bitte einmal hart arbeiten. Und du tust das auch. der pennt ja immer noch, oder? Was macht der da jetzt? Sich entspannen, das Logo, sich ein bisschen entspannen, sich denken, ach, was soll der Rest hier, ich glaube, es geht los, du stehst jetzt auf und futterst gegrillten Käse. Entspannt der sich auf dem Bett, hat, als ob der hat auch nichts Besseres zu tun, ne? Alter Falter. So, mal schauen, ob in dieser Aufnahme der Geister-PC wieder losgeht oder ob wir es jetzt geschafft haben, ich bin ja mal gespannt. Schreiben Horrorroman, das wollten wir noch machen. Dein Aufsatz hat die Supermarktbranche derart gut beschrieben, dass der Supermarkt ihn sogar auf seine Website veröffentlicht hat. Deine Schulnoten schnell in die Höhe. Na, das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt also, wir können gar nicht so schlecht sein. Das ist, glaube ich, heißt, dass das verdorben ist. Nicht essen. Aufhören zu essen. Böses Essen, schlechtes Essen. Nicht essen.
Nicht essen. Okay, ich schmeiß es sogar für dich weg. So, geht der Geister-PC oder geht's jetzt? Na, ich bin gespannt. Und? Das geht immer noch nicht. Ich habe aber gerade ein neues Sims-Update gemacht. Ich dachte, dann geht das wieder. Leute, ich verstehe es nicht. Irgendwie schreiben, da kann er irgendwie nicht mehr. Ich kann mir nicht erklären, warum. Aber gut, soll er eben seiner anderen Tätigkeit nachkommen. Soll er einfach mal ein großes Gemälde malen. Dann halt das. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht erklären, aber gut. Wenn es so sein soll, dann bitte. Was hat eigentlich Keks? Dem geht soweit ganz gut, ne? Der kann ja vielleicht mal was essen. Das Gefühl, ich höre mich so dumpf an. Ich bin nur ganz, ganz bisschen krank. Beziehungsweise ich bin noch so ein bisschen verschleimt. Und dann ist das immer ein bisschen seltsam zu reden. Aber, naja, mal gucken. Mal schauen, wie ich das jetzt hier so hinkriege. So, dem geht's huge. Boah, die überlebt schon. Der malt, der überlebt auch schon. Was soll ich denn machen? Da würde ich einfach sagen, spule ich ein bisschen vor jetzt, wie immer. Bis der Erste wieder nach Hause kommt. Was hat der denn noch für Wünsche? Spiel gegen Jimmy gewinnen. Ah, okay, mal schauen. Mal schauen, ob ich dir das erlaube. So. Oh Mann, oh Mann, so. Ist doch so ein bisschen eintönig hier geworden, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Oh nein, so eine Laune ist wieder im Keller. Deswegen jetzt? Er ist angespannt. Er braucht ein paar Stunden Spaß. Ja, können wir ja noch bald einrichten. Keine Bange. So, Jamie kommt nach Hause. Und zwar ist sie jetzt zu Hause. Stopp. So. Ui, jetzt geht's aber allen Sims schlecht, wa? Was malt denn der? Da malt der Jesus. Ich geh mal gleich gucken. Was machst du jetzt? Fernsehen. Um deinen Spaß zu bekommen. Total gestresst. Bringt das was? Ja. Huch. Danny Jackson würde nach der Schule gerne zu Sam bla 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 gehen. Ist das okay? Ja, ist okay. Nochmal, was? Die will Spaß, ne? Level 8. Dann geh doch mal ein bisschen Gitarre spielen. Das hast du doch immer so schön gemacht. Das kannst du nochmal machen. Kannst du mal ein Ständchen für deinen lieben Ehemann bringen. Mit Pieper kannst du nichts machen. Im Auto. Zu Gemeinschaftsgrundstück fahren. Zu Gemeinschaftsgrundstück fahren, einkaufen fahren. Und das Auto benennen. Nein! Danny Jackson hat es auf die Liste der besten Schüler geschafft. Er wird sich stets an den Tag erinnern, als sein Name unter den besten Schülern verlesen wurde. Ja! Schlägt sich sehr gut. Ja, er hat... Ja, geil! Cool. Dann können wir ihn jetzt also doch noch erwachsen werden lassen. Oh Gott sei Dank. Nein, sag mir nicht, der ist schlecht. Ach, verdammt. Nein, ey, so ein Mist. Muss ich einen neuen kaufen gehen. Oh. Was macht die jetzt? Ihm ein Ständchen bringen. Von da hinten. Oder geht er jetzt zu ihr hin? Gehst du zu ihr hin? Nee, gerade nicht so. Ach so, ja, hör mal auf zu malen jetzt. Wenn ich mir das Bild ansehe, an was denke ich? Soll ich ehrlich sein? Ich denke an drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was. Oder? Ehrlich, das sieht doch so aus, oder? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ich denke da ernsthaft, naja. Naja, okay. Was hat denn der jetzt hier wieder für Komplexe? Was los, mein Freund? Och, du suchst Sozialitäten. Ja, das ist jetzt nicht so mein Problem. Warte mal. Du hast so eine Spielkiste. Wo haben wir die denn hier sogar? Nutz sie doch mal. Spielzeug holen und spielen. So. Aus Bett darfst du nicht. So, mein Freund, dann mach du mal schneller. Mach das mal und dann haben wir ja noch Hunger. Pass mal auf, du kommst jetzt Hausaufgaben machen. Oh. Wo macht er denn gerade die Hausaufgaben? Ach, bei ihm zu Hause. Okay. Was? Abgebrochen. Angesprochen werden. Von wem denn jetzt? Von einem komischen Typen. Aber nicht von dem, oder? Der sieht doch nicht so aus. Layton. Haben wir den nicht schon mal gesehen irgendwo? Naja, okay. Mal wieder hier zurück. Wuh. So, pass mal auf. Du gehst jetzt nämlich in die City. So. Ah, du kaufst jetzt. Teilzeitjob, Lebensmittel einkaufen. Und dann wolltest du doch ins Wellnesscenter gehen. Wo haben wir das denn, das Wellnesscenter? Loftpool, Institut für moderne Kunst, Friedhof, Wissenschaftsfuzzi-Zeug, Teil, Bibliothek, Schwimmbad und ein Pool. Hä? Okay, allgemeines Krankenhaus, Schönheitsoperation. Gott, ey, vergiss es doch mal. Institut, ist aber schnell, haben wir den infernalen Geburtstagskuchen? Da. Nimm den mal mit. Danke.
Einkaufen, Supermarkt, bla 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 bla. Ja, ich weiß Bescheid. Wo haben wir denn hier das Wellnesscenter jetzt? Allerbesten Freund, auch der, das ist der Kollege. Das ist ein Schachturnier gerade, okay. Ne, jetzt ernsthaft, wo ist denn das Wellnesscenter? Ich hätte gerne Immobilienjobs, Gelegenheiten, Gemeinschaftszentren. Gemeinschaftszentren. Ja, super. So viel weggekommen. 28 Stunden Fitness. Wo ist denn jetzt dieses... Hä, wo ist denn das? Ich habe mal das Stadttheater, Buchhandlung. Geht das denn hier? Besuchen? Nee, besuchen. Und hier? Geht das auch nicht? War das nicht so ein großes Gebäude? Teilzeitjob, Partner, wenn... Hier, massiert werden. Ist das das Wellnesscenter? Ja, das ist es. Alles klar. Massiert werden kannst du machen. Und zwar entspannendes... Schwedische. Das ist ein entspannendes schwedische Massage. Nee, entspannende schwedische Massage kann ich schon machen. Schon. Zoom. Okay. Was macht denn jetzt unser Danny? Lebt gerade sein Leben. Okay. Der geht's gut. Hier ist jetzt auf dem besten Wege. Seine Hygiene nimmt ein bisschen ab. Dann soll er mal schnell Keks Jackson baden. Und danach kann er schnell duschen gehen. Was denn? Ja, aber danach sollst du noch Keks baden, ne? So. Danny, jetzt komm mal bitte, was, zusammen übernachten. Nee, machst du nicht. Du hast Geburtstag. 3 Tage auf die Liste der besten Studenten bleiben. Ja, nein. Du kommst jetzt, was macht denn der da? Hausaufgaben. Oh, wie weit ist denn der jetzt? Lass mal gucken hier, du Hausaufgaben-Nerd. Unser kleiner Streber. Da, schau mal. Unser kleiner Streber. Wie weit ist denn der jetzt? 87%. Okay, dann warte ich jetzt auf ihn, dann schicke ich ihn nach Hause. Mensch, du sollst jetzt endlich Teenager werden. Raus aus der Grundschule. Guck mal, dein Freund interessiert sich gar nicht für dich. Der spielt mit Bauklötzchen. Das ist voll das Baby. Ist überhaupt der Erwachsene hier? Weiß ich gar nicht. Guck mal. Das könnte der Vater sein, aber irgendwo hier war doch noch eine Granny. War hier nicht irgendwo noch eine Granny? Ich habe doch eine gesehen, oder nicht? Irre ich mich da jetzt? Hier war doch vorhin noch so eine komische alte Schabdulle. Nein, anscheinend nicht so. Ist jetzt fertig mit den Hausaufgaben? Oh Gott sei Dank. Dann nach Hause jetzt. Tschüss, ich muss nach Hause gehen. Ja, verpiss dich. Manu. So. Dann nach Hause zu ihm. Geht denn bei dir? Spaß haben. Hast du ihn gebadet? Ich hoffe es. Buch und zusehen, wie Danny erfolgreich älter wird. Machen wir. Dann Jamie. Entspannende schwedische Massage. Achso, die macht das noch. Okay. Dann komm mal hinterher nach Hause. Den Geburtstagskuchen hast du noch. Den hast du noch. Alles klar. Danny ist zu Hause. Was haben wir da gemacht? Was können wir Danny noch machen? Danny hat Hunger. Hunger wollen wir warten. Och du, der kann ja mal noch ein bisschen hier Computerspiele spielen. Computerspiele spielen. Kann er das? Kann er das? Unser kleiner Streber. Kann unser Streber das? Soziale Kontakte sind voll. Sehr schön. Na, was zockt denn unser kleiner Streber so? Das magische Buch schreibt sich ja gerade noch von selber. Need for Speed. Immer schön. Fein, so macht man das hier. Zoom, zoom. Fällt mir das erst jetzt auf oder hat er die Haare von seiner Mutter? Naja, egal. So. Kommt die Gute jetzt nach Hause? Ja, ist gerade angekommen, schön. Dann kann sie ja mal den Garten pflegen. Nur mal schnell. Pflege mal fix den Garten. Los, du bist zu Hause, jetzt geh schnell Garten pflegen. Du bist doch zu Hause. Du bist zu Hause, jetzt geh schnell Garten pflegen. Ey, nix hier müde werden. Nix hier mit müde werden. Du musst jetzt noch gleich Geburtstag feiern. Den kurzen müssen wir gleich noch feiern. Komm, liegt da am Tisch. So. Was ist denn jetzt mit Danny? Streicheln. Wer hatte denn jetzt den... Er will zusehen, wie er älter wird. Den interessiert das nicht so. Sie hat auch den Wunsch nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, kann der Papa das mal machen. So, hier wird der Garten gerade gepflegt. Kann ich die auch ernten? Nee, ne? Nee, schade. Na dann, Jamie, los, mach hinne. Fertig? So. Dann, Papa, mach mal. Kerzen ausblasen. Und zwar tut das der Danny Jackson. Danny Jackson feiert Geburtstag. Yay, er ist auf der besten Liste. Jetzt muss eigentlich alles funktionieren. So, jetzt hier, los, Geburtstag feiern. Party, Party, Party. Da, 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 da. Let's have a party. Geh Kerzen auspusten. Oh, Papa, hör auf mit dem da zu spielen. Jetzt guck deinem Sohnemann zu. Lass die Katze in Ruhe. Feiert Keks auch Geburtstag? Keks, hör auf mit dem Spaß zu haben. Nein, Danny muss jetzt feiern. Da also. Happy Birthday. Happy Birthday. Süß.
Happy Birthday! Oh Gottchen. Party! Wir feiern mit. Und jetzt, auspusten. Los, komm. Yeah!